Ja, schönen guten Morgen, Leute. Herzlich willkommen bei den Gamechecker News. Heute mit mir alleine, nächste Woche seht ihr dann den Uschi. Aber das haben wir ja schon mittlerweile angekündigt und abgesprochen. Kommen wir jetzt also erstmal gleich zu den News. Wir fangen erstmal mit was an, was vielleicht nicht ganz so viele Leute interessiert. Es gibt eine Ankündigung von den Leuten, die hier Watch Dogs machen. Es soll zwei Bundles geben, einmal mit einer PlayStation 3, einmal mit einer PlayStation 4. Beide kommen mit einer 500 GB Festplatte. Ja gut, wen es interessiert und wer noch keine Konsole hat, zugreifen. Ich finde den Titel geil und ich werde mir den wahrscheinlich auch nochmal irgendwann holen für die Xbox One, weil die habe ich momentan. Oder für die PlayStation 3, ich weiß es noch nicht. Ich bevorzuge da überhaupt nichts. Vielleicht kommt auch noch eine PC-Version und dann hole ich mir die. Kommen wir mal zu was Traurigem. Die Leute von Naughty Dog haben sich von ihrem Hauptentwickler getrennt, der bei Uncharted mitgemacht hat. Das war Amy Hennig und leider wird es deswegen auch momentan noch keine Ankündigung für einen weiteren Uncharted-Teil für die vierte PlayStation geben. Also werden wir da wohl leider noch ein bisschen warten müssen. Mal gucken, was Naughty Dog demnächst noch so raushaut an Projekten. Wir müssen mal gucken und falls sich was Neues ergibt und wir diesen News-Channel noch weitermachen, seht ihr es auf jeden Fall bei uns. Ja, Neuankündigung ist jetzt hier zum Beispiel Serious Sam. Der vierte Teil ist angekündigt worden. Wer die alten Serious Sam-Teile kennt, der weiß, dass das immer ein ordentliches Gemetzel war, mit Minigun und hast du nicht gesehen und immer mit Rocket Launcher draufhauen und es war einfach immer nur Massenschlacht und geil. Und der Koop-Modus war auch immer nicht so schlecht, weil fand ich persönlich immer richtig geil, mit mehreren Leuten dann halt so durch die ganzen Horden da durchzulaufen und sich von Serious Sam nur die blöden Sprüche anzuhören. War göttlich, muss ich also echt mal wieder spielen, glaube ich. Und ja, der vierte Teil ist jetzt angekündigt worden. Für was es rauskommt, weiß man noch nicht. Man weiß noch nicht mal, wann es genau rauskommt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal auf den Markt gehauen worden. Es kommt ein vierter Teil. Ja, Leute, das werden wahrscheinlich die News des Tages. Und zwar haben hier die Warner Brothers Studios angekündigt, den vierten Batman-Teil auf die Konsole bzw. respektive den PC zu bringen. Und zwar geht es hierbei um nichts Geringes als Batman Arkham Knight. Ich hau euch zwischenzeitlich hier schon mal ein bisschen Bildmaterial mit rein. Das könnt ihr euch angucken. Wer Interesse an dem Trailer hat, der guckt einfach mal unten in die Beschreibung, da habe ich den Link reingepackt. Noch ein bisschen was zu den ganzen Details hier. Es ist zwar bis jetzt noch kein genauer Release-Termin irgendwie im Umlauf, aber Steam und GameStop haben es schon irgendwie hingekriegt, sich zu verwursteln und haben hier den 14. Oktober schon mal soweit als Release-Termin angesagt. Und wer das Zeug einfach nur spielen will und einfach nur liebt diese Serie, der streicht sich diesen Tag einfach mal ganz dick im Kalender an. Es kann sein, dass plus minus ein paar Tage sind, aber alle Batman-Teile sind bis jetzt im Oktober rausgekommen. Also von daher würde ich einfach mal sagen, checkt das einfach mal aus und bleibt auf jeden Fall dran. Wenn irgendwas Neues kommt, informieren wir euch auf jeden Fall darüber. Tja Leute, die letzten News des Tages. Es geht um Infamous Second Son. Das ist das neueste Spiel aus der Infamous-Reihe. Da hätte man sich eine Demo gewünscht, damit man das mal anzocken kann. Aber leider hat der Entwickler das Ganze soweit dementiert. Aus einem ganz einfachen Grund. Man sagt, das ist ein Open-World-Spiel. Man kann hier keine Mauern ziehen. Und vor allem, man weiß auch nicht, wo man diese ganzen Missionen mal rauspicken soll. Weil man hätte ja nur zwei oder drei Missionen machen können. Und hat dann halt gesagt, okay, keine Demo. PP, wer sich angucken wollte, guckt in die Röhre. Aber 21. März ist es eh soweit. Also wer die Spielreihe auf dem Programm hat, der holt sie sich einfach. Und wer es vielleicht mal nochmal austesten will, vielleicht habt ihr einen Kumpel, der euch das mal so eben ein bisschen vorführen kann und so weiter. Oder aber ihr seid vielleicht sogar selber YouTuber und ihr packt das Ganze mal auf YouTube, damit wir uns das mal angucken können. Weil weder der Uschi noch ich haben das mal gespielt und mich hat es bis jetzt auch noch nie so gereizt. Aber gut, ich will hier auch keinen Geflamer auslösen oder so. Ich denke, es ist eine gute Spielreihe, aber mich persönlich hat sie bis jetzt noch nie gereizt. Gut Leute, das war's für heute erstmal von den Gamechecker News. Nächste Woche seht ihr den Uschi und in zwei Wochen seht ihr mich wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wer Bock hat, der liked uns und wenn nicht, ne, ihr kennt das ganze Spielchen. Ich bin der Sunny, ich bin einer von den Gamecheckern, ich bin raus. Schönen Sonntag.